Hi Leute, der Samu hier. Ihr habt Bock auf Blutungsschaden und Waffen, die Blutung auslösen? Dann ja, zeige ich euch ein paar Gewinner des letzten Updates. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Abo und ein Like da und schaut doch mal bei mir auf Twitch vorbei. So, ich zeige euch natürlich alle 5 Waffen und wo ihr sie herbekommt und was sie genau können. Wir fangen an hier mit Morgoths Schwert. Ihr seht hier, Morgoths verfluchtes Schwert skaliert Stärke mit D, skaliert Arcane mit D und Geschicklichkeit B, löst Blutverlust aus und hat das einzigartige Talent Blutfluchschnitt. Sammelt eure Kräfte und stürmt vorwärts für einen diagonalen Abwärtshieb. Der Blutspur der Klinge folgt nach kurzer Zeit eine kleine Feuersbrunst. Durch weitere Eingabe könnt ihr mit einem Angriff nachsetzen. Das Ding vor dem Patch, semi-geil, nach dem Patch. Hammer Ding. Schau euch die Attacke an. Das ist die Attacke, die gemeint wird. Was ich ziemlich geil finde, ist dieser Schritt, der nach vorne gemacht wird. Mal einfach mal ein paar Meter gut machen kann. Richtig nice, das Ding. Wo ihr das herbekommt, ganz klar, müsst Morgoth erledigen und dann ganz einfach sein Echo eintauschen und könnt so das verfluchte Schwert bekommen. Das ist ein Hexe und mit eins der geilsten in der ganzen Liste ist hier der Speer. Und zwar ist das Morgwins Heiliger Speer. Skaliert mit Stärke C, Geschicklichkeit D und Arcane C, löst auch Blutverlust aus. Und das einzigartige Talent ist Blutgunstritual. Hebt den heiligen Speer und durchbohrt den Körper der formlosen Mutter. Stecht bis zu 3-mal zu, um mit jedem Stich eine blutige Explosion zu entfesseln. Dieses Talent hüllt die Waffe einige Zeit lang in eine Blutflamme. Das heißt, ihr bufft euren Speer und... aber das ist eher zweitrangig, weil guckt euch das hier an. Da komme ich immer noch nicht drauf klar, das ist einfach assi. So. Das ist nicht der Hammer. Weil der macht von Grayskull mal ein bisschen anders. Einfach rennen die Mobs. Hoch die Hände. Wochenende. Und alles um euch rum zerfällt. Und wie ihr seht, ne, unser Speer ist gebufft. Das heißt, wir können noch schön damit zustechen. Ja, wie ihr den bekommt, wie der Name schon sagt, Morgwin, ihr seht, ich bin hier an dem Farmspot, an der Palastallee. Und wenn ihr euch hier durchschlagt, am Dynastie-Mausoleum am Eingang, hoch zum Dynastie-Mausoleum Mitte und kommt dann zum Boss und müsst Morgwin bekämpfen und dann könnt ihr euch auch mit dem Echo dann den Speer auswählen. Empfehle ich euch definitiv, weil der absolut mächtig ist und auch sehr, sehr lustig zu nutzen. Echt ein geiles Teil. Und er sieht mega aus. Ich glaube, selbst Poseidon wäre neidisch. So, die nächste Waffe auf unserer Liste ist Reduvia. Den Dolch kennt ihr wahrscheinlich auch nur zu gut. Der skaliert mit Stärke E, Geschicklichkeit C und Arcane B. Blutverlust natürlich auch mit 89 sehr, sehr hoch. Einzigartiges Talent ist Reduvia Blutklinge, führt einen Schnitt mit dem Dolch aus, um seine Blutstropfen in fliegende Blutklingen zu verwandeln, die zu Blutverlust führen. Die Klingen lassen sich schnell hintereinander abfeuern. Die Attacke, dafür muss ich kurz mal die Seiten wechseln. Das ist quasi... Ach, jetzt lebt ja keiner mehr, verdammt. Du weißt, dass hier dieser Blutschuss mit dem Dolch... Der alleine macht schon richtig gut Schaden. Was auch besonders geil ist... Wechseln wir nochmal.
Ich habe den meist immer in der Offhand, weil ich mit meiner Assassine ihren okkultes großes Messer spiele. Mit der Kriegsasche Bluthundschritt, weil. Genau deswegen. Und ihr seht schon, ne, der schnetzelt richtig was raus. Ich find's aber mega. Wo er das Ding herbekommt. Oh. Danke. Das Ganze wird auch, wenn ihr die Jura-Quest macht, worauf ich gleich nochmal zu sprechen komme, die ihr eh braucht, um an die andere Waffe ranzukommen. Das ist quasi hier in Limgrave, direkt im Startgebiet. Wenn ihr hier runter geht ins seichte Wasser und hierher reitet, dann werdet ihr ja hier von dem blutigen Finger Nereus angegriffen. Wenn ihr ein bisschen wartet, kommt die Jura euch auch zur Hilfe. Wenn ihr den wegschnetzelt, dann bekommt ihr als Belohnung den Dolch Reduvia. Wie gesagt, richtig nice das Teil. Nächste Waffe wäre Darth Mauls Double-Bladed Lightsaber. Nee, leider nicht, aber kommt dem schon nah. Das ist Eleonoras Stangenwaffe. Das Ding hat's richtig in sich. Ne? Skaliert mit Stärke E, Geschicklichkeit C, Arcane D, löst natürlich auch Blutverlust aus und hat ein einzigartiges Talent, Blutklingtanz. Springt auf den Gegner zu, um einen Schlaghagel mit der Wucht eines Tornados zu entfesseln. Mit einer weiteren Eingabe führt er einen Angriff aus, der in einem Ausweichmanöver ändert. Das ist richtig nice. Was war der? Hier, passt auf. Sag's euch. Das ist Angriff Nummer 1. Wenn ihr dann nochmal triggert, springt ihr nochmal zurück und beispielst ihn aus. Habe ich die ersten natürlich getroffen. Aber der macht direkt einen Abgang. Was halt ziemlich geil ist, dass meistens die zweite Attacke, mit der er auch nach hinten abhaut, den Gegner schon staggert. Jetzt hat es direkt geklappt. Aber auch bei größeren Gegnern staggert der zweite Angriff dann nochmal zusätzlich. Und es sieht halt mega nice aus, ne? Richtig geiler Teil. So, wie kommt ihr daran? Wie eben auch angesprochen über die Jura-Quest. Ich habe es tatsächlich in beiden Durchläufen, war es mit Jura so, dass gefühlt man ihn nicht überall treffen musste, um am Ende Eleonora zu triggern, um ihr die Waffe abnehmen zu können. Ich sage euch trotzdem die ganzen Locations, dass ihr mal durchgehen könnt und nachschauen könnt, ob Jura sich dort befindet. Wie gesagt, der eine Spot hier, ne, nachdem ihr hier gekämpft habt und euch den Dolch geholt habt und ein bisschen weiter rennt, da war Jura hier bei mir in der Nähe irgendwie da unten drunter und hat mich auf den Kampf angesprochen. Und das war ein Spot. Dann könnt ihr Jura noch hier an den Ruinen an der Küste. Hier in der Nähe könnt ihr Jura finden. Dann ein weiterer Spot ist hier an der Akademie der Reihe Lucaria am Haupttor der Akademie. Wenn ihr hier Richtung Brücke geht, einfach zurückgeht, da könnt ihr Jura finden. Und halt, um an die Waffe zu kommen, müsst ihr dann weiter hoch. Und hier, wo ist er? Zur zweiten Kirche Marika. Und da geht es dann um die Wurst. Da bekämpft ihr dann Eleonora und könnt ihr, wie gesagt, die Stangenwaffe abnehmen. Richtig, richtig geiler Teil. Lasst euch die Waffen auf keinen Fall entgehen. So, und die letzte Waffe, die ich euch vorstellen möchte, ist, dürfte den meisten ein Begriff sein. Und zwar ist das Blutige Ströme. Das ist auch ein richtig geiles Katana. Und zwar skaliert das Stärke mit E, Geschicklichkeit mit C und Arcane mit D. Auch Blutverlust natürlich. Einzigartiges Talent ist blutiger Metzler. Erzeugt eine Klinge aus verfluchtem Blut, um wiederholte, miteinander verflochtene, aufeinanderfolgende Angriffe auszuführen. Alter, was ist ein Satz? Miteinander verflochtene, aufeinanderfolgende, wiederholte, auszuführende, wiederholte und verflochtene, aufeinanderfolgende Angriffe. Also eine richtige Kombo. Mit einer weiteren Eingabe führt er zusätzliche Angriffsserien aus. Das Ding ist halt auch ein absolutes Brett, ne? Absolutes Brett. Wie ich sie vorbereite. So.
Ja, ein Schnitzel hat richtig durch. Ihr seht, ihr könnt auch richtig, richtig viele Gegner auf einmal mit erwischen. Einfach ein geiles Teil. Darf ich in keiner Sammlung fehlen und es ist einfach ein geiles Geschnetzeltes. So, ja, und wo bekommt ihr das her? Das ist eigentlich auch mit am einfachsten, während ihr eh ganz normal spielt und schaltet hier den Berggipfel der Riesen frei. Müsst ihr euch einfach hier ein bisschen durchkämpfen und findet den Weg runter, bis ihr hier die Kirche der Ruhe findet. Auf dem Weg dorthin werdet ihr von dem NPC angegriffen. Wenn ihr den besiegt, dann bekommt ihr das blutige Ströme Katana und noch eine schöne Maske. Ja, und das waren 5 der Gewinner des letzten Updates, tatsächlich. Richtig, richtig geiler Scheiß. Ja, viel Spaß beim Sammeln, Leute. Viel Spaß beim Schnetzeln. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bye.